kann nicht lesen. Die Tatsache, dass ich noch nicht abstimmen konnte, meine Mutter auch nicht, meine aber schon, das war eigentlich die Grundfrage, die mich politisiert hat. Ich mag mich sehr gut erinnern, als ich das erste Mal abstimmen durfte, ist mir auf die Gemeinde, gehe das Kuvert einwerfen. Und das war so eine wirkliche Genugtuung für mich, dass wir jetzt, wir Frauen, gleich viel wert sind wie die Männer. Das war ein riesiges Problem, wie gelöst war. Ja, das Problem ist ja heute, dass wir ganz gute Gesetze haben, aber es ist noch nicht umgesetzt. Zum Beispiel die Lohngleichheit ist nicht erreicht. Frauen verdienen immer noch viel weniger als Männer, nur weil es Männer sind, nicht weil sie besser arbeiten, überhaupt nicht. Denn ein weiterer Punkt ist sicher die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da gibt es noch ganz viele wichtige Massnahmen, die müssten getroffen werden, dass zum Beispiel die Möglichkeit besteht, überhaupt den Beruf noch weiterzumachen. Sie sollen anschauen, kritisch anschauen, wo sind denn die Ungerechtigkeiten. Und dann stellt man ja ganz viel fest und dann sollen sie sich empören. Da gibt Mut, da gibt Energie und dann kommt der Einsatz, zum Beispiel sich in der Frauenstreikbewegung engagieren, die machen mega gutes Zeug, oder in der Klimajugend sich engagieren oder überhaupt fürs Klima. Wenn man die Anliegen für weniger Diskriminierung müssen natürlich auch global umgesetzt werden. Uns nützt es relativ wenig, wenn wir die Umwelt, unsere Lebensgrundlagen zerstören und einen guten Lohn haben. Und darum muss man im Feminismus immer die Ökologie, Soziale miteinander verbinden. Die Devise heisst, weiterkämpfen, damit wir das, was notwendig ist, auch erreichen. Wir können uns gar nicht leisten, aufhören zu kämpfen. Das ist der Punkt.